ich bin der Dieter Weiß. Wir befinden uns hier an einer historischen Stelle, wo 1954 das erste Mattenspringen auf Kunststoffmatten stattgefunden hat. Es war eine geheime Mission, es war nicht bekannt, es war ohne Presse, aber es hat sich doch in Salamelis herumgesprochen, dass ca. 100 Leute bei den historischen Sprüngen auf Matten anwesend waren. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir auf Matten trainieren. Dass die ersten Matten in Salamelis vor 60 Jahren entwickelt worden sind, habe ich vor einigen Wochen erfahren. Darauf sind wir in der Trainingsgruppe stolz. Bei den Übungssprüngen ist uns natürlich nicht immer bewusst, dass ein Trainer unseres Vereins der Erfinder dieser Matten ist. Heute machen wir eine Gedenkveranstaltung. 60 Jahre Kunststoffmatten, der Erfinder Hans Renner. Hans Renner war in den 50er und 60er Jahren Nationaltrainer der Skispringer und wurde für seine hervorragenden Leistungen am 29. April 1958 als Ehrenbürger der Stadt Salamelis ausgezeichnet. Den Menschen Hans Renner kennt wohl am besten meine Tochter. Ich freue mich, dass sie da ist, Frau Angelika Furch, die wird die Laudatio auf ihren Vater Hans Renner halten. Und es hat in der Nacht etwas geregnet und er rutschte auf unserem Abträger, der vor der Haustür lag, aus. Dieser Abträger war aus PVC, ähnlich der Borsten, wenn Sie sich vorstellen, wie die Straßenwesen sind. Und dieses Erlebnis brachte ihn auf die Idee, das müsste etwas Gleitfähiges für die Skier sein. Bei dieser Veranstaltung, das war ganz was Historisches, es waren 5 Springer der ersten Stunde, die hier am 25. August 1954 ihre ersten Sprünge absolviert haben. Harald Pfeffer, der erste inoffizielle Weltrekordler auf Kunststoffmatten mit 23 Metern, daneben Manfred Mattei, Adolf Baldauf und Horst Lesser. Vor allem voran unser Olympiasieger Helmut Recknagel und Hans Renner. Ist für mich und für die Nahestanden ein Vorbild in Disziplin, Können und Wissen, Fleiß und Ausdauer. Das war wichtig. Die erste Bombe schlug ein. Harry Klaas Werner Lesser, ich darf das nicht vergessen, in Cortina. Innerhalb 2 bis 3 Jahre hatten wir Vorsprung durch Technik. Ich war zu dieser Zeit selber Sportler, ich war zwar kein Skispringer, ich war Langläufer und Hans Renner war immer für uns schon eine Persönlichkeit, hat uns auch in jeder Frage unterstützt, hat unser Leben geprägt, er war ein toller Mann. Wir haben alle die Hoffnung, dass die große Tradition der Thüringer Skispringer, die erfolgreiche Tradition, möglichst in den kommenden Jahren fortgesetzt wird oder wieder aufgegriffen wird. Diese Veranstaltung setzt sich natürlich fort, heute um 16 Uhr bei der Eröffnung der Sonderausstellung 60 Jahre Sprungmatten. Wir haben uns sehr große Mühe gegeben, wir haben das von den ersten Springen bis heute haben wir das dokumentiert. Das ist eine runde Sache und es wird jedem sicher gefallen in dem Museum. Ehre haben, eine besondere Sonderausstellung zu eröffnen. Es geht um nichts weniger als etwas, was den Spruch bestätigt, was wäre die Welt ohne Salamelis. Dann hat er recherchiert, hat erlebt, das ist ja in der Nähe, Friedrich Roder, und hier ist der Partner, der ihm dann die technische Umsetzung ermöglicht hat. Herzlich willkommen, Herr Czernitz, in unserem Kreis. Wir sind besonders stolz, dass unsere Präsidentin des Thüringer Skiverbandes, Frau Sabine Reuss, anwesend war, dass unser Präsident des SC Motor, Klaus Spies, hier war und unser Bürgermeister Richard Rossel, der für uns immer da ist. Und wenn es nötig ist, dann stehe ich als Bürgermeister natürlich stellvertretend für die Stadt auch immer gerne hinter Dieter Weiß und hinter dem SC Motor. Er
drängt sich nicht in den Vordergrund, aber es sei auch hier in dem Kreise nochmal gesagt, er ist eigentlich derjenige, der die Anlage oben, so wie sie heute dasteht, ich sag mal, aus dem Wald geschnitten hat und dem wir das verdanken, weswegen wir heute hier sind, nämlich eine würdige Erinnerung an Hans Renner. Jetzt geht's.